Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Professor Layton. Wir waren beim Speisekartenrätsel und wir sollten es so wenig wie möglich auf den Scanner legen, um die Karte einmal komplett zu duplizieren. Dabei sollten wir im Kopf behalten, dass immer zwei Abschnitte gescannt werden können. Und für mich sieht die Sache relativ einfach aus, und zwar, ich erkläre euch, wie ich das sehe. Und zwar, B und C könnten wir scannen und E und F könnten wir scannen. Wenn wir dann C auf B drauflegen, haben wir A und B sichtbar. Somit wäre die Scan-Geschichte mit dreimal erledigt. Und das geben wir einfach mal an. So. Jetzt kommt's drauf an. Sowas schafft nur Laytons Lehrling. So sieht's aus. War eine relativ einfache Kiste. Aber die Rätsel in diesem Spiel sind ja nicht immer so einfach. Oh, so geht das also. Vielen Dank, da wird mein Chef sicher zufrieden sein. Das geht bestimmt noch besser. Sind Sie sicher, dass Ihrem Chef, dass Ihrem Chef so recht ist? Hahaha, das merkt niemand. Es konzentrieren sich sowieso alle nur auf Ihre Essensauswahl. Wenn Sie meinen. Rätsel Speisekarte steht nun im Rätselindex. Warum ich mich so oft verhaspel, kann ich euch gleich erklären. Es ist für mich eine neue Aktion, die ich jetzt hier starte, gleich. Die Docke versperrt uns immer noch den Weg durch die Gasse, alles klar. Und zwar werde ich ein paar meiner Abonnenten hier vorstellen. Gründe erfahrt ihr gleich. Wir gehen nochmal ganz schnell zu einem Rätsel, das ich noch nicht gelöst habe. Und das befand sich etwa hier, genau. Hier ist das versteckte Rätsel von vorhin. Rätsel 119. Falsche Münzen. Okay. Was macht ein Let's Player, wenn er nicht mehr weiter weiß? Richtig. Er fragt seine Abonnenten um Hilfe. Okay, und ich habe das getan. Und ich habe mich mit einem relativ neuen Abonnenten von mir zusammengesetzt und ein paar Rätsel aus diesem Spiel raussuchen lassen, weil dieser Abonnent das Spiel schon durch hat. Und ich werde ein paar Rätsel von meinen Abonnenten lösen lassen. Großen Dank an Hock 16.8. Und was sie zu diesem Rätsel gesagt hat, erfahrt ihr jetzt. Ich lese es euch einfach mal vor. Sie hat mir nämlich eine Mail geschrieben. Es reicht einmal zu wiegen. Man kann ja maximal 200 Gramm mit der Waage wiegen. Also kann man aus dem ersten Beutel eine Münze nehmen, aus dem zweiten zwei und so weiter. Wenn alle Münzen echt wären, dann müsste man bei 150 Gramm landen, was die Waage ja noch anzeigen kann. Da aber eine gewisse Anzahl der Münzen, je nach Beutel eine andere, falsch sind, also 1 Gramm weniger wiegen, hat man die Differenz zwischen den 150 Gramm und dem angezeigten Gewicht. Diese Differenz entspricht dem Beutel, in dem die falschen Münzen sind. Bei dem ersten Beutel wäre es ja nur eine Münze falsch und die Waage würde dann 149 Gramm anzeigen und so weiter. Okay, das klingt für mich sehr plausibel, ich hoffe für euch auch und ich werde es einfach mal nehmen. Einmal. Falls ich den zweiten Teil, beziehungsweise den ersten von Professor Layton noch machen werde. Nun die Probe aufs Exempel. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Werde ich das als kleinen Abonnenten-Joker einführen? Und ich frage euch natürlich alle vorher, ob ihr mir beim Lösen helfen wollt. Ansonsten versuche ich es weiter alleine. Bei diesem Rätsel bin ich richtig ins Schwitzen geraten. Falsche Münzen steht nun im Rätselindex. Und ich werde es so beibehalten, dass ich Abonnenten immer nur einmal frage. Also jetzt habe ich Hock 16.8 gefragt und sie hat mir eine Lösung gegeben und das werde ich im nächsten Spiel so halten. Wenn ich einmal gefragt habe und ich eine Antwort bekommen habe, werde ich das nächste Mal einen anderen fragen müssen. Gut ist, wenn man dann viele Abonnenten hat, schlecht ist, wenn man nur zwei hat, aber ich habe ja schon ein paar. Und ihr könnt euch sicher noch an dieses kleine Bilderrätsel hier erinnern. Ich habe gesagt, ich werde es von einem Abonnenten lösen lassen. Und ich habe einen sehr guten Let's Player-Kollegen gefragt, ob er mir dabei helfen möchte. Und er hat ja gesagt und wir hören uns einfach mal an, was er dazu zu sagen hat. Ich öffne noch schnell das Fotobild. Hier ist es. Dann leg mal los, Fox.
Auf jetzt auch mal, ja, Nightwalk? Danke. Ja, hi, hier ist Steve Fox 4, und werde auch ein Rätsel lösen. Eine sehr nette Idee übrigens, finde ich, dass er oder dass Nightwalk auch anderen die Möglichkeit gibt, hier Rätsel zu lösen. Und als er mich gefragt hat, habe ich gesagt, oh ja, natürlich, mache ich sofort mit, sofort. Also das fand ich wirklich eine coole Idee. Und so community-mäßig ein bisschen was aufbauen ist gar nicht mal so schlecht. Und ich mag ihn ja auch. Er hat mir auch mein Logo gemacht, finde ich toll. Ja. Gut, dann werde ich mir jetzt mal das Rätsel oder besser gesagt die Fotos angucken. Sollen ja Fehler drin sein, 3 Stück, um genau zu sein. Von der Oma Nigmas Haus. Und wenn man sich das Bild anschaut, dann fällt gleich der erste Fehler auf, sondern und zwar vorne vorm Haus der Kreis. Der fehlt im unteren Bild, im oberen Bild ist er natürlich ganz easy. Und so schwer ist das ja. Und wenn man sich ein bisschen umschaut. Übrigens, Nightwalk. Das Bild ist ein bisschen verpixelt, was ich hier habe. Aber nur mal nebenbei. Aber ich sehe auch schon das zweite, den zweiten Fehler. Und zwar da oben. Da ist nämlich der Schornstein vom Haus, geht oben im rechten Bild ziemlich weit nach rechts raus und dann nach oben. Und im unteren Bild geht er, naja, eigentlich fast lotrecht nach oben. Ein bisschen schief, vielleicht ein bisschen schief. Aber das passt schon. Das geht schon ganz klar. Das wäre nämlich für meine Verhältnisse so das. Der zweite Fehler. Und der dritte Fehler, da muss man ein bisschen gucken. Die sind eigentlich meistens immer versteckt. Das habe ich schon etwas gesehen. Aber wenn ich genau hingucke, dann sehe ich sogar diesen Fehler. Und zwar nämlich links am Haus, an der Sims, der eine Ast. Der Ast ist nämlich, der fehlt auch. Ja, der fehlt. Und das hier soweit eigentlich, glaube ich, alle Fehler, weil das waren ja auch nur 3. Löst jedes Rätsel. Und ja, das wäre eigentlich auch das von mir. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Rätsel, wenn ich hab noch ein. Und freue mich, dass ihr zuschaut. Und wenn ihr das erste Mal hier schaut, abonniert Nightwalk. Er ist cool. Er ist richtig gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Rätsel. Ciao. Und dir auch alles Gute, Nightwalk. Ciao. Yo, danke Fox und wir sehen uns wirklich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. See you later, Leute.